Moin zusammen, ich bin's wieder, euer Frederik. Und heute gibt es was ganz Leckeres. Heute gibt es Balsamico-Essig, einen selbstgemachten, nicht selbst gekauft. Und dafür brauche ich erstmal hier 1 Kilogramm von den Heidelbeeren. Die liebe ich einfach, weil die schön so fruchtig sind. Und 500 Milliliter von unserem selbstgemachten Heidelbeeressig. Das Video dazu verlinke ich euch da oben. Ihr könnt aber auch theoretisch ganz normal Apfelessig nehmen. Aber denkt daran, da schmeckt es nicht so gut nach Heidelbeeren. An sich ist halt der Balsamico-Essig nur Traubenmost, das heißt Traubensaft, welchen man zusammen mit Essig verdickt hat, schön eingedickt hat. Dafür habe ich jetzt hier meinen Kochtopf. Da habe ich ungefähr einen Finger dick Wasser reingemacht. Das Wichtige ist halt, möglichst wenig Wasser zu nehmen, aber es soll halt schon kochen, weil wir wollen halt möglichst viel Aroma haben von den Früchten. Dann nehme ich hier meine Heidelbeeren, die kommen jetzt einmal da rein. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und das lasse ich ungefähr alles zusammen für 1 Stunde lang einkochen, weil dadurch platzt halt die Früchte auf, der Saft wird abgegeben. Danach nehme ich mein Sieb, siebe halt die Früchte ab, die Fruchtreste, und habe halt den reduzierten Saft davon. Und jetzt kommt wieder mein magisches Olivenholz zu Gange. Und einmal. Und wie ihr seht, fertig sind die Früchte. Das ist jetzt der Saft davon, der wurde einmal schon eingekocht. Und jetzt gebe ich hier meinen Essig hinzu. Dann gebe ich hier nochmal 2 Esslöffel Zucker hinzu, weil bedingt halt durch die Säure sehr, sehr viel ist, sehr, sehr sauer wird nachher. Ne? Dann mache ich hier mein Induktionsgerät an und stelle es erstmal oben auf Köcheln und lasse es ungefähr für 1/2 Stunde einreduzieren und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt hat. Ganz wichtig halt ohne Deckel, weil es soll ja auch verdampfen, halt, das Wasser soll ja reduziert werden. Jutti, der Balsamico-Essig ist schon eingekocht. Es hat jetzt eine richtig schön zähflüssige, dickflüssige Konsistenz. Das ist halt das Wichtige, weil es das typische Erkennungsmerkmal von Balsamico-Essig ist. Jetzt habe ich hier so ein schönes Glas mir rausgesucht. Da habe ich einen Trichter drauf gepackt. Und da kommt jetzt der Balsamico-Essig rein. Und natürlich mit Bedacht benutzen, weil es halt wirklich konzentrierter Geschmack ist. Und ich benutze es halt sehr, sehr gerne als Topping für Salate zum Beispiel. Also als Salatdressing kann man es sehr gut benutzen. Aber weil er auch so fruchtig ist und diese Frucht darum von den Heidelbeeren hat, kann man auch ganz normal benutzen, auch zum Beispiel für Fleisch oder als Beilage irgendwie. Also echt lecker. Ja, das ist dann halt der Balsamico-Essig. Schön zähflüssig, dickflüssig, wie er sein soll. Richtig schön dunkel, tief dunkel. Schön zähflüssig. So muss er sein. Ja, es ist nicht schwarz, es liegt halt in verwendeten Früchten, weil das jetzt ja hier meine Heidelbeeren sind. Aber wenn man sieht, es ist doch ein sehr, sehr feines Ergebnis. Ja, und das ist dann der fertige Balsamico-Essig. Der ist jetzt von 1 Liter ungefähr runter reduziert auf 0,25 Liter. Also um 75% ist es eingeschrumpft worden. Und das ist halt ein richtig schönes Geschenk halt auch. Es passt auch sehr, sehr gut zu Tomaten-Mozzarella, für Salate halt. Also damit kann man echt leckere Sachen machen. Und das ist halt 100% Geschmack ohne Konservierungsstoff, ohne Geschmacksverstärker, gar nichts. Keine Chemie, das ist halt 100% wirklich lecker. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von diesem Video sehen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Euer Frederik.